Warum sagst du das, Herr? Vielleicht ist dieser Ausruf oder dieses Stöhnen und Seufzen, dieses Ringen mit diesem Jesuswort, das der Kirchenvater Cyril von Alexandrien im 5. Jahrhundert tut. Warum sagst du so etwas? Vielleicht ist das auch unsere Frage heute Morgen. Ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern Spaltung. Ja, was ist das für ein Satz? Ist das jetzt auch nur einer von diesen religiösen Brandstiftern, über die wir seit Wochen oder Jahren diskutieren? Müssen wir jetzt uns in die gleiche Reihe einordnen? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, Feuer zu bringen. Ich wünschte, dass es schon brennt. Also auch einer von diesen Brandstiftern, die herumzündeln, in dessen Namen man Spaltung bringen kann, am Ende vielleicht sogar Terror ausüben kann, Gewalt ausüben kann. Als hätten wir nicht genug davon in der Welt. Warum sagst du das, Herr? Wo, liebe Schwestern und Brüder, ist die Grenze? Nehmen wir das ruhig ganz wörtlich. Wo ist die Grenze, wenn wir über religiösen Fanatismus sprechen? Es hat ja Gott sei Dank bislang, zumindest in der Gegenwart, keine Taten gegeben, wo jemand eine Moschee gestürmt hat zum Beispiel, jemand umgebracht hat und dann laut gerufen hat, gelobt sei Jesus Christus. Das wäre das Vergleichbare zu dem, was etwa in Rouen in der Kirche mit Père Hamel geschehen ist. Aber dürfen wir uns einfach da fein herausschleichen? Das begegnet uns doch in jeder Diskussion, auf jedem Sportplatz, an jedem Stammtisch oder manchmal, wenn wir Gäste zu Hause einladen. Wenn dann irgendwann blöderweise herauskommt, dass wir katholisch sind und dann noch ein bisschen praktizieren, dann kriegen wir aber spätestens die großen Watschen um die Ohren. Kreuzzüge, Hexenprozesse, das ganze Programm. Und dann heißt es, ihr seid doch selber religiöse Fanatiker. Ihr müsst doch schön das Maul halten. Ihr könnt euch doch über die anderen gar nicht aufregen. Ihr habt es doch genauso gemacht. Herr, warum sagst du das? Und, liebe Schwestern und Brüder, wo ist die Grenze? Sind wir also inzwischen sozusagen die Biedermännerkirche? Ganz brav. Wir wollen ja nicht mehr auffallen, wir wollen nicht anecken, wir sind ganz so im gesellschaftspolitischen Mainstream. Auch unsere Wortführer passen sich ja so, die sind so elegant, die sind so stromlinienförmig, so abgeschmirgelt, so ein feines Schmirgelpapier kriegen sie in keinem Baumarkt. So glatt ist das alles, ohne jeden Widerstand. Das flutscht alles so schön durch. Aber warum sagst du das, Herr? Also doch, die Kirche der Biedermänner. Und blöderweise steht am Anfang ein Brandstifter. Das ist natürlich dumm gelaufen. Natürlich, auch da haben wir unsere Methoden. Wir können dieses Wort wegerklären, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Das beherrschen wir perfekt. Aber wenn wir das nicht tun, gehen wir nochmal zu unserem Kirchenvater zurück. Es ist immer sehr hilfreich, in die Kirchengeschichte zu schauen, wie man dieses Wort denn verstanden hat. Ist es wirklich eine Tugend zu sagen, Friede über alles? Im 19. Jahrhundert sagte man, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Da sind wir wieder bei den Biedermännern. Nur ja nicht auffallen. Alles schön ganz brav. Wir mucken nicht auf, weder gegen den Staat noch innerhalb der Kirche. Das gehört sich ja nicht. Wir nehmen alles hin und aus. Der Kirchenvater Cyril sagt, manchmal schadet der Friede auch. Das ist ein neuer Ton. Warum? Was gibt es für Situationen, fragen wir jetzt den Kirchenvater, wo der Friede schaden kann? Frieden ist doch immer gut. Manchmal, so Cyril, schadet der Friede auch, wenn er uns zur Liebe von Gott entfernt.
Dann nämlich, wenn man denen zustimmt, die sich weit von Gott entfernt haben. Offenbar gibt es also ein höheres Gut als einfach nur Deckel drauf, unsere Schmusedecke über alles gebreitet, Kuschel, Kuschel und alles ist gut. Damit ist es offenbar nicht gut. Es gibt offenbar Situationen, wo der Friede schadet. Es ist natürlich nicht leicht zu sagen, wann solche Situationen eintreten. Aber offenbar hat Jesus, wenn er im Evangelium so spricht, doch eine solche Situation im Blick. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Das Feuer einer Liebe zu Gott. Das Feuer einer Liebe, die sich nicht von Gott entfernt und die den Namen Gottes nicht missbraucht. Wie können wir also dieses Wort von der Spaltung verstehen? Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, nicht jene kuschelige, sehr teuer finanzierte Schmusedecke. Dafür ist Jesus nicht zu haben, liebe Schwestern und Brüder. Jesus fordert eine Entschiedenheit. Und wenn Sie zu Hause einmal die Erfahrung gemacht haben, die kann man wirklich, Jesus wählt dieses Beispiel nicht von ungefähr. Wenn Sie zu Hause einmal die Erfahrung gemacht haben, wenn Sie wirklich anfangen und wenn Sie davon berührt sind, innerlich, von dem, was wir Liebe zu Gott nennen, wenn Sie eines Tages wirklich anfangen zu sagen, nein, ich will das ernst nehmen, ich kann gar nicht anders, als das ernst zu nehmen, weil ich brenne. Und wenn ich mich dem nicht hingebe, diese Liebe zu Gott, verbrenne ich. Da bleibt nichts übrig von mir, dann habe ich mein Leben verfehlt. Wenn Sie damit anfangen, werden Sie genau diese Erfahrungen machen, von denen Jesus spricht. Die harmloseste Variante ist, dass die dann zu Hause sagen, oh, er hat so einen Schlag in der Mütze, irgendwie geht sonntags in die Kirche oder irgendwie ein bisschen gestört. Mein Gott, andere Leute gehen vor, die Vornehmen gehen zum Psychologen und zahlen viel Geld, die anderen gehen in die Kirche. Okay, es ist irgendwie eine Form von Lebensbewältigungsstrategie. Egal, was gesagt wird, liebe Schwestern und Brüder. Aber es ist die Spaltung da, bis tief in die Familien hinein. Was ist also jetzt der Weg? Wie gehen wir weiter? Eine Kirche der Elitären, also die vielleicht von außen betrachtet so verrückt sind, sich dieser Zündung durch Jesus, dieser Liebe durch Gott, wann immer sie im Leben geschieht, das ist nicht automatisch mit der Taufe. Immer wieder, wenn wir Menschen zuhören, den brennenden Menschen zuhören, den Heiligen zuhören, erfahren wir, dass es ganz krumme, verschiedene, verästelte Wege gibt. Aber eines Tages im Leben geschieht etwas, werden diese Menschen gepackt und diesen Fackeln, die das Feuer Jesu durch die Erde tragen und es bis heute leuchten lassen, denen müssen wir zuhören, um vielleicht selber eine solche Erfahrung machen zu können. Ist das die Kirche der Elitären? Ich denke nicht, ich muss mich kurz bücken. Schadet ohnehin nie. Dieser Frage ist die große Ida Friederike Görres nachgegangen in ihrem Nachdenken über die Kirche. Die hat auch eine katholische Sozialisation genossen, diesen liberalen Katholizismus einer Donaumonarchie zur Jahrhundertwende vom 19. auf 20. Jahrhundert und dann kirchliche Pensionate. Also die war katholisch erzogen, aber nichts ist passiert. Das ist an ihr, sie beschreibt das, sagt, das ist an mir heruntergeperlt wie an einer Gummihaut, so sagt sie wörtlich. Aber dann eines Tages packt sie etwas. Und wie kaum jemand hat sie über die Kirche nachgedacht. Und in seiner Gedenkrede beim Begräbnis auf Ida Friederike Görres hat der damalige Josef Ratzinger Folgendes gesagt. In ihrem letzten Brief, so sagt er, schrieb sie genau über diese Frage an mich. Eine Kirche der Elite? Was wäre das schon? Nein, eben dies gehört zur Kirche, dass sie bis in die unterste Armseligkeit des Menschen hinunterreicht. Bis in die unterste Armseligkeit. Da kann sich hier jede und jeder einordnen, inbegriffen. Bis in die unterste Armseligkeit. Dass sie dort hinunterreicht.
dass sie davon entstellt, verwundet und nahezu völlig verdeckt wird, aber doch gerade so immer wieder das Ganze durchdringt, alle Krankheit ihr eigen nennt und sie eben auf diese Weise hinträgt zum Herrn, der unser aller Schwachheit sich annehmen wollte. Also auch bei der Frage der Gewalt. Es ist sehr menschlich, in einer ersten Reaktion etwa auf das Geschehen in Rouen, das uns ja auch immer noch packt und beschäftigt, und es ist kein Einzelfall. Unsere verfolgten Schwestern und Brüder in Syrien haben das jeden Tag. Oder im Irak. Oder in Pakistan. Wenn wir darauf reagieren, ja, das, was alles in uns aufsteht, sehr menschlich, reicht hinunter bis in die unterste Armseligkeit. Aber wir müssen hinfinden zu jenem Feuer der Gottesliebe, das Jesus ganz verzehrt hat, bis hin, dass er zu einer gekreuzigten Liebe geworden ist, bis hin, dass er am letzten Abend in der Nacht der Gefangennahme zu Petrus sagt, wer das Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Der Weg Jesu ist die strikteste Gewaltlosigkeit, die man sich denken kann. Und so sehr menschlich es ist, dass die Kirche sich auch im Laufe ihrer Geschichte auf diesem Weg der Gewaltlosigkeit gewaltig verirrt hat. Es gehört zu ihrer Geschichte dazu. Es ist manchmal wirklich die unterste Armseligkeit, die wir auch in der Kirchengeschichte finden. Wir können aber als Christen zu Recht sagen, in diesem und jenem Fall und in all den vielen bedauernswerten Fällen hat die Kirche sich geirrt. Ist die Kirche den falschen Weg gegangen? Hat sie das Evangelium verleugnet geradezu? Im Namen Jesu kann niemand Gewalt ausüben, kann niemand mit dem Schwert oder mit noch so modernen Waffensystemen eingreifen. Niemand. Dieser Weg ist uns komplett verwehrt. Das Feuer, von dem Jesus spricht, ist allein das Feuer der Gottesliebe. Und das ist das Zeugnis, liebe Schwestern und Brüder, das uns abverlangt wird. Wenn wir also mit Cyril fragen, Herr, warum sagst du das? Dann finden wir vielleicht die Antwort darin, dass wir hören, er sagt es uns, um uns aufzuwecken, um uns bereit zu machen für diesen Funken des Feuers, das brennen soll. Und das viel mehr Zeugnis gibt als jeder Mord, vermeintlich im Namen Gottes. Welch eine Gotteslästerung, zu Recht, sagt das Papst Franziskus, hat das Papst Benedikt immer wieder betont. Welch eine Gotteslästerung, Gott dafür in Anspruch zu nehmen, Blut zu vergießen. Das widerspricht Gott, seinem innersten Wesen widerspricht es. Aber Jesus ist realistisch genug zu wissen, wer sich von diesem Feuer entzünden lässt, wer in diesem Feuer der Liebe zu Gott brennt, wird nicht nur Freunde finden, wird nicht nur Anhänger finden, sondern wird erfahren, dass sich Menschen von ihm oder von ihr abwenden. Verständnislos, wie auch immer mit welcher Reaktion. Aber die Frage liegt vor uns, was ist wichtiger. Und wenn wir diese Frage mitnehmen in die nächsten Tage, Herr, warum sagst du das? Liegt es an uns, eine ganz persönliche Antwort in dieser Spur Jesu zu finden.